Ach ja, schaut euch mal an, wie viele schöne Sachen wir jetzt mittlerweile haben. Herrlich, herrlich, herrlich. Moin Leute und willkommen zurück zu Psychonauts. Wir sind hier gerade ja beim Eingangsbereich und wollten mittlerweile zu Fort Krulla, dem guten alten Krulla, Krulla, Krulla. Und da gehen wir auch sofort hin, um dort unsere ganzen Karten einzulösen, um dort unsere Spinnweben einzulösen, um dort die ganzen Gehirne abzugeben. Wir haben sehr, sehr, sehr viel zu tun. Also auf damit. Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt Spinnweben jetzt entwirren. Also los geht's. Ding, 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 ding. Wir kriegen ein paar Karten zusammen, sagen wir es so. Okay, wie viele Kerne haben wir denn gerade? Vielleicht sollte ich dann nochmal vorher einkaufen gehen. Wir haben gar keine Kerne, das ist ja herrlich. Aber wir können trotzdem schon mal die Gehirne abgeben, wenn wir schon mal da sind. Wenn wir schon mal da sind, dann geben wir auch die Gehirne ab. So. Wo war das denn nochmal? Ach, da drüben. I see. Oh. Machen wir so. Whoppa. Na, Junge. Nochmal. So. Und dann gehen wir nochmal bei Fort einkaufen, um dort ein paar Kerne zu holen, damit wir wieder ein paar, ja, schöne Level aufsteigen können, um wahrscheinlich wieder ein paar neue Upgrades zu kriegen. Wie gut, dass du das Hirn dieses Kindes gefunden hast. Es kann jetzt nicht nur wieder fühlen und denken, sondern auch seine unbewusste mentale Aufmerksamkeit auf dich lenken, wodurch sich dein geistiges Gesundheitspotenzial verbessert. Das klingt toll. Aber ist dieser Eingriff nicht gefährlich? Mit dem richtigen Werkzeug ist gar nichts gefährlich. Wenn es auch eine schöne Sauerei gibt. Und deswegen ist sie praktisch gesehen nicht meine Freundin. Obwohl sie ein Mädchen ist und wir gute Freunde sind. Nun, eines kann ich dir sagen. Mein Vater wird mich nie wieder in dieses Lager schicken. Wo ist Kitty? Ach, egal. Ich finde sie schon. Und deswegen stecken wir jetzt echt in Schwierigkeiten. Ich finde, es ist Zeit, dass unserem lieben Coach etwas Böses zustößt. Gut, ich werde dir unseren Plan erklären. Bitte. Du hast deinen Plan, ich hab meinen. Aber genug geredet. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, hoffen wir auf das Beste, rechnen aber mit dem Schlimmsten. Es gibt nur eins, was mich jetzt noch aufmuntern kann. Pediküre, bis bald. Aus Ende. Also, der Plan sieht so aus. Ich schnappe mir das Funkgerät vom Coach und rufe Hilfe. Super, eine ausgezeichnete Idee. Warum kann nicht jeder so gute Ideen haben? Genau, ich habe die Antenne umgebaut. Sie schickt das Signal jetzt in den Weltraum. Oh Mann. Also, irgendwelche Fragen? Geht es Elton gut? Er bekommt sein Gehirn bald wieder. Versprochen. Na gut, wenn er rauskommt, sag ihm, dass ich bei der Anlegestelle auf ihn warte. Hey, möchtest du uns vielleicht helfen, die... Typisch. Und deshalb benötige ich deine Hilfe ganz besonders. Genug geredet. Ich gehe jetzt lieber mal nach dem Rechten sehen. Bewach die Frauen und Kinder. Hey, ist mein Hombre schon auf den Beinen? Noch nicht, aber bald. Ich hoffe nur, er ist nicht sauer, weil ich mich so dämlich benommen habe. Und deswegen war es mir besonders wichtig, gerade dein Gehirn zu finden. Weißt du, wenn JT nicht so abgelenkt gewesen wäre, wäre das sicher nie passiert. Er ist vermutlich mit dieser arroganten kleinen Tussi zusammen. Nein, ich denke, sie hat momentan andere Dinge im Kopf. Vielleicht sollte ich mal sehen, was los ist. Zumindest einer von uns sollte die Schlafräume bewachen. Agent Crawler? Wie ist die aktuelle Lage? Meine Herren, haben wir jetzt viel Leben, herrlich. Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Habe noch viel zu tun. Viel Glück, Rasputin. Okay, ein paar Gehirne brauchen wir ja noch, aber ist schon mal nicht schlecht. Wir haben einiges zusammengesammelt. Sind die Gehirne jetzt eigentlich weg aus unserem Inventar? Wahrscheinlich, ne? Die standen ja hier. Ja, die sind jetzt wirklich weg. Okay, wir brauchen jetzt, wir haben 64 Karten, ja? Das heißt, wir bräuchten 7 Kerne. Oder? Ja? 63 wäre ja 7 mal 9. Wir wollen jetzt zu den Haupthütten. Und dann hätten wir eben eine Karte noch übrig, aber ist ja Wurst. Und dann wollte ich noch diese ganzen alten Träume absuchen, weil wir da ja noch... Ach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen soll, weil uns fehlt ja, wie ihr hier noch seht, uns fehlt ja noch eine Fähigkeit. Und ich glaube, ich werde erstmal diese eine Fähigkeit noch mir holen und dann eben die ganzen alten Träume absuchen. Weil ich... Ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht... Was mache ich überhaupt? Es lohnt sich, glaube ich, noch nicht so sehr, jetzt schon dahin zu gehen, weil es könnte ja sein, dass wir jetzt auch mit der letzten Fähigkeit noch... irgendwas, ja, erreichen können in den ganzen Träumen oder Gedanken.
Damit kannst du. Ja, das ist schön. So. Du nimmst so einen Ziel. Eins. Verkauf dann das Kind mit dem großen Kopf und den Handschuhen. Was kann ich sonst noch für dich tun? Ich nehme es. Eine sehr ernsthaft? Gute Wahl. Jedes Mal. Ich nehme es. Eine sehr gute Wahl. Was kann ich sonst noch für dich tun? Ich nehme es. Eine sehr gute Wahl. Was kann ich sonst noch für dich tun? Ich nehme es. Ich nehme es. Eine sehr gute Wahl. Ich nehme es. Eine sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. So, 7 Stück haben wir damit. Herrlich. Mann, Mann, Mann. Die müssen auch immer so viel reden, ne? Die müssen auch immer alles wiederholen, was sie schon längst gesagt haben. Herrlich. Perfekter Sprung. Und jetzt wollen wir wieder zuvor zurück, damit wir uns endlich wieder die ganzen Psi-Aufstiegsmarkierungen holen können. 7 Stück an der Zahl. Herrlich, herrlich, herrlich. Wir sind dann auch schon Level 70, glaube ich, ne? Also es geht gut voran. Ein bisschen Level aufgestiegen. Psi-Kraft-Upgrade erhalten. Super Kettenschlag. Dein Kettenschlag beschädigt jetzt bis zu 6 Feinde hintereinander. Nicht schlecht. Psi-Kraft-Upgrade erhalten. Telekinese-Erweiterung. Die Reichweite deiner Telekinese wurde erhöht. Herrlich. 75? Ne, 70 sind wir gerade. Perfekt. Wie ich bereits erwähnt habe. Aber jetzt haben wir auch nichts mehr übrig, ne? Jetzt haben wir wahrscheinlich gar nichts mehr. Ja, eine Psi-Karte eben noch, ist klar. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Ich weiß gar nicht, wir haben noch... Einmal wollte ich noch gucken. Moment. Die Schnitzeljagd, ja? Diese Schnitzeljagd. Da fehlt uns noch die Voodoo-Puppe. Wo ist die denn? Ist die hier? Ne, hier ist nichts. Aber man kann die auch leider nicht durchskippen, sonst würde ich kurz gucken, ob die hier irgendwo in der Nähe ist. Oder in irgendeinem Bereich. Weil ich gehe mal davon aus, dass das nur im Lager sein kann. Wäre zumindest komisch, wenn nicht. Ich gehe jetzt mal wieder zu... Da hatten wir auf jeden Fall alles. Bei der Haupthütte, meine ich, hatten wir auch alles. Aber ich kann mich auch irren. Ich kann mich auch irren. Mir könnte auch jemand einen Irren aufgebunden haben. So, schauen wir mal nach. Ja, da haben wir auch alles. Ich gehe jetzt einfach mal kurz die Gebiete durch, bevor ich irgendwas übersehen habe. Lagerfeuerbereich haben wir aber, das war ja beim letzten Mal gerade. Aber da werden wir auch alles haben. Aber die Ladezeiten sind ja sowieso nicht so lang, von daher kann man ja immer schnell rein switchen. Hier haben wir auch alles. Dann zum Geheimversteck, nee, Haupthütte, okay. Zum See. Jawohl, Sir Admiral, Sir. Okay. So. Hier haben wir auch alles. Ist ja herrlich. Haben wir noch irgendwas übersehen? Ah, Psychoisolationskammer, genau. Geodätische Psychoisolationskammer. Wer kennt sie nicht? Ist ja in aller Munde heutzutage. Hier haben wir aber auch alles, oder? Ja. Ja, wo habe ich denn jetzt ein Ding übersehen? Die Voodoo-Puppe, wo ist die? Agent 9's Büro? Zu Agenten mit. Vielleicht. Ich gehe jetzt einfach alle Gebiete ab. Kann ja sein, dass ich irgendwo irgendwas übersehen habe. Ne, habe ich auch alles. Dafür war sogar auch ein Schnitzeljagdgegenstand, den haben wir auch schon längst gehabt. Ja, nirgendwo. Dann gehen wir wieder zum See. Dann werde ich mal, bis wir vor dem nächsten Part schauen, wo diese Voodoo-Puppe ist, weil das... Oh, wobei, könnte die... Hier haben wir auch schon geguckt, ne? Ja. Jetzt, ich weiß nicht, ob wir es eben schon angeschaut haben, aber wir haben ja auch alles. Lungenfisch. Sonst, ich überlege gerade, wo könnte das noch sein? Wir haben ja auch in der Irrenanstalt haben wir ja auch alles und es würde mich ein bisschen wundern, wenn in der Irrenanstalt noch die Schnitzeljagdgegenstände wären, ne? Das wäre ja ein bisschen komisch, wenn der Fort Crawler da die, ja, für die Kinder, die ja sowieso niemals zur Irrenanstalt gehen sollten, da Schnitzeljagdgegenstände ausgeliefert hat. Natürlich wäre das eigentlich ganz schlau gewesen von ihm, weil dann würden die Kinder das natürlich niemals bekommen. Ach, guck mal, da steht ja jemand. Jemand, dem wir das Gehirn zurückgegeben haben. Herrlich. So, jetzt schauen wir uns hier nochmal kurz um, ob wir irgendwas übersehen haben. Nein, ich habe überall schon alles geholt. Aber wahrscheinlich gibt es noch irgendein Gebiet, was wir noch nicht entdecken konnten. Oder was ich noch nicht entdeckt habe. Möglicherweise, man weiß es nicht. Wenn ich hier jetzt nichts mehr finden sollte, beim Milchmann waren wir ja auch schon in den Gedanken drin. Bei der Dame da drüben ja auch. Bei ihr hier. Ihr geht's gut, die ist gut drauf. Dann gehen wir nochmal in diesen Mittelgang hier. Ah doch, hier war die Voodoo-Puppe, oder? Ich meine schon. Nee. Oder auch nicht.
Hier müssen wir uns auch jetzt erstmal mit den ganzen Leuten hier auseinandersetzen. Zuerst einmal mit dir hier. Nehmen also unsere Tür. Das habe ich mittlerweile gelernt, ja? Und geh in deine Gedanken rein, mein Lieber. Dusch. Sacre bleu, ich bin getroffen. Indeed you are. Ich sollte Opernsänger werden. So. Schauen wir mal in den... Napoleon. Habe ich mir schon gedacht. Spielen die der Siedler von Catan? Zuerst mal... Was haben wir denn hier? What? 243 Trugbilder. Willst du mich flachsen? Okay, das wird ein bisschen dauern hier. Okay. Räumen wir erstmal hier ein wenig auf. Das ist ja ekelhaft, wie das hier aussieht. Hier kann ich ein bisschen bouncen, aber ich glaube, ich kann nirgendwo rauf, oder? Das ist sowieso nicht hoch genug, als dass hier irgendwas versteckt sein könnte. So, bevor ich mit denen rede, mache ich natürlich alles hier kaputt. Ne, das ist gute Manier. So. Die wollten hier sowieso schon mal aufräumen, seit längerem. Da helfe ich denen einfach mal ein bisschen unter die Arme greifen, hier meinen guten Freunden. Oh, was ist das denn? Okay, kann ich nicht einfach so ran? Kann ich mir mit Telekinese das rausholen? Nee. Telekinese? Kann mich nicht gut festhalten. Nee. Wie mache ich das Feuer aus? Ich meine, ich kann Feuer anmachen, aber ich kann es doch nicht ausmachen, oder? Ich könnte mit Schild? Nee. Ich könnte es noch weiter anzünden. Feuer mit Feuer bekämpfen, aber ich glaube, das ist nicht so schlau. Wie komme ich da ran? Nee, komme ich nicht so ran. Schlagen kann ich es auch nicht. Eigentlich ausschlagen könnte man ja ein Feuer, aber... Gut, reden wir mal mit den Leuten. Ich glaube, ich habe hier alles, oder? Was ist das? Wieso ist das Buch so blau? Auffällig, unauffällig. Kann man sonst nichts schlagen? Okay, reden wir... Ah, nee, da tun wir es noch was. Nein! Das wollte ich nicht! Ich will wieder zurück. Wie? Mein fauler Gegner versucht tatsächlich zu gewinnen? Er hat Verstärkung geschickt. Aha! Dann geht's jetzt richtig los. Schickt meinen besten Soldaten. Du, zerstöre diese Brücke für Frankreich. Für Frankreich? Ich hasse dich, du dumme Brücke. So sehr hasse ich dich. Haha! Nimm das, du Brücke. Na, ja, vollbracht. Jetzt werde ich mal den Bauerntölpel dort quälen. Oh Mann, guck mal. Die Brücke ist zerstört und meine Truppen können nicht mehr rübergehen. Ich gebe auf. Napoleon hat gewonnen. Nein, wir geben nicht auf. Wir werden sie schlagen, sie. Genetischer Abklatsch von Napoleon Bonaparte. Haha, ich mag dein je ne sais quoi, deine joie de vivre. Nimm dir daran ein Beispiel, du langbeinige Dumpfback, eh? Hallo. Okay. Kommen wir wieder raus? Ich möchte erstmal hier wieder raus, weil ich oben das noch einen Zimmermann rekrutieren, um die Brücke zurück... Okay. Macht Sinn. Ich möchte erstmal nämlich hier noch dieses Trugbild einsammeln. Das und das hier. So, jetzt habe ich aber alles, ne? So, jetzt können wir wieder rein. Aber wobei, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, was das ist. Na, gehen wir wieder raus. Es ist zumindest kein Schnitzeljagdobjekt oder sowas. So, hier kann man den Zimmermann rekrutieren, aber ich möchte erstmal ein bisschen was zerstören. Und vor allem ein bisschen ein paar Sachen sammeln. Die Bäume kann ich nicht kaputt machen. Kann ich die Brille kaputt machen? Yeah, sehr gut. Jetzt hat einer wieder Probleme mit seinem Augenlicht. Wieder wird die Welt zu einem besseren Ort gemacht von mir. So. Wieder schön die Trugbilder einsammeln. Wir haben ja Zeit. So, erstmal hier an der Seite. Ist krass, dass ich diese großen Objekte kaputt machen kann, aber die kleinen nicht. Da drüben ist der Kollege, ja, ja. Da ist der, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ist hier irgendwas sonst? Irgendwas? Irgendwer? Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Nö, ne? Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ein Bauer. Ah, das finde ich ganz cool. Was bist du denn für einer? Was willst du denn?
Wie kann ich den besiegen? Anzünden? Tatsächlich, anzünden, okay. Gut, jetzt sind wir hier in Kleinformat, sehr schön. Kann ich hier hoch? Yeah, nice. Okay, das wird aber, glaube ich, ein bisschen dauern, hier wirklich alle Trugbilder zu sammeln, weil, wie ihr seht, das ist jetzt nur ein einziges Gebäude hier. Und davon gibt es ja einige, wie ihr schon gesehen habt. Da kann ich rüberspringen. Ich möchte aber erstmal mit dem Typen reden, ehrlich gesagt. Verdammt. Nee, braucht meine Schwebefähigkeit. Damit ich hier rüberschweben kann. So. Keine Ahnung, was es bringt, aber jetzt haben wir hier die Trugbilder eingesammelt. Die Trugbilder sind echt wichtig. Oh. Was bist du denn für einer? Schöne Moustache hast du, aber... Ich kann auch mit Unsichtbarkeit da bestimmt durch, oder? Ich weiß, ich tue wieder gar nichts, was irgendwie... Ja, perfekt. Was irgendwie jetzt der Quest hier anbelangt. Nee, ich möchte aufhören. Aufhören. Junge, hör auf. Ihr hört nicht auf. Ach, ist auch egal. Ihr hört einfach nicht auf. Habe ich hier alles? Looks like, ja. Oh. Ich kann hier drauf gar nicht schießen, sehe ich gerade. Und wo sind wir hier jetzt wieder? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hier haben wir eine Tasche. Da brauchen wir aber den Sporttaschenanhänger. Wieso bin ich da runtergefallen? Gehen wir mal wieder zurück. Nehmen wir kurz meine Schwebefähigkeit. Steche wie Schmetterling, schwebe wie Biene. Wo sind wir hier jetzt? Ach, hier ist eine Guillotine. Ach, und deswegen ist da oben der Kollege. Und hier ist ein Spinnwebe. Okay, ganz entspannt. Ja, wir haben deinen Anhänger gefunden. Sehr gut. Nimm den Anhänger, mein Freund. Okay, ich glaube, wir werden hier einige Zeit unterwegs sein. Weil ich das jetzt auch hier nicht so linear abfrühstücke. So, nehmen wir das noch mit. Haben wir noch mehr? Sieht nicht so aus, okay. Gut, was haben wir hier? Okay. Keine Ahnung, ob wir das machen mussten, aber es sieht gut aus. Ich kann aber auch irgendwie nicht reinspringen. Einfach mal einen Korken. Just a Korken. Nothing special, just a Korken. So, dich können wir anzünden. Wir müssen dich erst hauen und dann können wir dich anzünden, ne? Ja. Okay, ganz simpel. Gut, hier ist die zerstörte Brücke. Ja. Hier haben wir schon wieder einen Korken. Keine Ahnung, was es das bringt, das hier jetzt kaputt zu machen. Weil wir sowieso da rausgeschossen werden. Aber ich kann mich mal kurz umgucken, ob wir irgendwas finden sollen. Nö. Wobei, da oben sind welche. Da oben? Ah, wir können uns auf den Korken natürlich draufstellen, ich Vollidiot. Und den dann kaputt machen. Beziehungsweise auf... Oh, so wollte ich das nicht. So wollte ich das nicht, meine Freunde. Übrigens, schöne Musik hier gerade. Okay. Wie kann ich denn den Korken... Ich muss da ja draufstehen. Wie kann ich denn... Telekinese? Nee. Ich kann natürlich mit dem Schild... Wie kann ich denn da draufbleiben? Ist jetzt auch egal. Ist auch die Wurst. Wir werden jetzt einfach erstmal hier unten alles einsammeln. Das hier scheint doch ein Schreiner zu sein. Oder zumindest eine Schreinerbank. Hier nehmen wir uns mal kurz wieder die Spinnweben raus. So. Ich gucke mich einfach immer erstmal ein bisschen hier um, bevor ich jetzt einfach der Hauptstory weiterfolge. Was heißt der Hauptstory? Halt dem, was wir eigentlich zu tun haben. Erstmal wieder alles einsammeln. Du bist doch bestimmt ein Schreiner hier und du hast wahrscheinlich keine Lust zu arbeiten, oder? Hallo da drin. Gibt's hier Zimmerleute? Verschwinde, Dieb! Ich bin kein Dieb. Ich rekrutiere Personal für Fred Bonapartes Armee. Uns fehlen Leute im Pionierkorps. Hör zu, ich weiß, dass du ein Dieb bist. Nachts höre ich deine Schritte auf dem Dach, wenn du versuchst einzubrechen.
Warum rutschst du nicht den Kamin herunter? Ich habe da nämlich ein nettes Feuerchen für dich. Okay, wenn ich ein Dieb bin, wie kann ich dann hier unten mit ihnen reden und gleichzeitig auf dem Dach sein? Vielleicht bist du ein Bauchredner. Hören Sie, wenn ich auf dem Dach nach dem Rechten sehe, kommen Sie dann raus und kämpfen mit gegen Napoleon? Vielleicht. Abgemacht. Okay, wir waren hier eigentlich schon richtig. Ich hätte nur oben schon aufräumen müssen. Gut, ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich erstmal für heute fürs Zugucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bye bye. Guck mal, wie der da oben guckt. Ganz verstohlen da oben auf dem Dach. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.